Ja, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Ja, es geht weiter. Ich weiß gar nicht mehr, hier unten hatten wir, glaube ich, sogar alles, ne? Haben wir dann die Höhle jetzt hier schon komplett fertig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Na, da unten ist nichts. Okay. Na, hier unten ist doch was. Okay. Leute, die Höhle ist noch ein bisschen größer als gedacht. So funktionieren die Fackeln nicht. Schade, 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 schade. So, das heißt, wir müssen uns hier irgendwie runtergraben. Ich fange einfach mal hier hinten an. Und wir werden uns runtergraben. Ich liebe dieses Treppenbauen. Nein, ich hasse es. Egal. Wie viel fehlt uns noch? Okay, wir sind schon fast unten. Jetzt müssen wir mal nicht hier durch. Ah. Okay, so einfach geht's. Aber wir brauchen auf jeden Fall Fackeln, die wir hier hinstellen können. Und wir brauchen was zu fressen. Okay, dankeschön. So. Okay, das ist ein großer Spalt. Da hinten ist sogar Lava. Jetzt müssen wir einfach alle paar Blöcke hier eine Fackel setzen, damit das auch vernünftig hinhaut. Ich bin mal gespannt, ob noch Diamanten oder sowas kommt. Ich glaube nicht dran. Es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein, glaube ich. Komm, ab in die Lava. Schade. Aber was ich jetzt hier mache... Oh fuck, die kommt von da oben. Gut. Machen wir es so. Ich werde jetzt erstmal den kompletten Boden einmal ausleuchten. Okay, bis... Na, erstmal den kompletten Boden. Dass hier in der Schlucht an sich schon mal nichts mehr spawnt. Weil das wäre echt schlecht für uns. Da geht es noch tiefer runter. Okay, machen wir es einfach so. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da hinten durch die Schlucht und räumen hier nochmal das Eisen und so ab. Das sollte uns hier vielleicht nochmal ein bisschen was bringen. Weil so viel war hier ja auch jetzt nicht am Boden direkt. Und wir sind auch, wenn man sich mal die Höhe anschaut, auf Höhe 41. Okay. Da könnten wir ja noch deutlich tiefer gehen. Mal schauen, was uns da unten noch erwartet. Und das meine ich halt mit, ich bin ein bisschen inkonsistent. Inkonsistent. Nein. Keine Ahnung. Man merkt, die Schule ist vorbei und die Wörter fallen einem nicht mehr so ein. Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich vor der Folge schon wieder vergessen, mir den Stichpunktzettel zu nehmen. Aber das mache ich jetzt sofort. Lass mich noch kurz das Eisen hier abbauen. Und dann schnappe ich mir mal kurz den Stichwortzettel. Für so ein paar Themen, die man hier anreißen könnte. Während der Höhlentour habe ich mir extra aufgeschrieben. Ich habe mir extra die Arbeit gemacht. Okay. Nein, ich habe gerade nicht das College-Block-Mauspad vorübergehend weggenommen, um den Zettel rauszureißen. Gut. Ja, um nochmal, wie im letzten Teil auch, so leicht auf die letzten Wochen quasi der Schulzeit einzugehen. Denn offiziell ist es nämlich so, dass ab den Abiturklausuren, das heißt, das ist halt schon... im Endeffekt ab meiner letzten, bis zu meiner letzten Woche war das eigentlich nur. Wobei die mündlichen kommen halt noch. Aber an sich war es halt nur bis zu meiner letzten Woche jetzt. Ja, die Schulzeit ist offiziell vor den Osterferien zu Ende. Das jetzt nennt sich nur noch Prüfungsphase. Und es ist so, dass... wieso läuft das hier nicht vernünftig ab? Das ist irgendwie komisch, egal. Also es ist auf jeden Fall so, die letzten Wochen der Schulzeit waren einfach nur, wie ich das vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, komplett motivationslos. Man hat einfach nichts mehr machen wollen, gerade in Kursen, die man nicht im Abitur hat, das heißt, wo man im Abitur nichts schreibt, die quasi überflüssig sind für einen in dem Augenblick und sowieso überflüssig sind für einen teilweise auch. Das war ein Enderman, oder? Ich habe Angst. Ich habe riesen... Also da ist es einfach so, man sitzt da nur noch
Und man bearbeitet halt noch die Aufgaben, die man überarbeiten muss irgendwie. Aber man zehrt sich dadurch. Es ist einfach so, die Motivation ist komplett verloren. Es gibt eigentlich keine Motivation mehr an sich. Okay, das war unerwartet. Jetzt bin ich im Arsch. Ich habe Angst. Okay, wo ist es? Da ist es. Ich habe keine Ahnung, wo das Skelett ist. Nein. Weg. Okay, erstmal was essen. Okay, Gut, das Skelett ist schon mal weg. Das, mein Puls ist auf 300 Milliarden, 60.000, was auch immer. Sind sie. Gut, wir gehen erstmal in die Richtung da vorne, da habe ich viel zu viel Angst vor. Oh Mann, wo sind wir hier gelandet? Also hier in der Höhle gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu entdecken. Nein. Okay. Jetzt achte ich nicht mehr drauf, wie viel wir machen. Jetzt mache ich einfach nur noch Fackeln. Und, nein. Irgendwas habe ich, glaube ich, gerade weggeworfen. Ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Ach nee, ich habe die Kohle komplett für die Fackeln, glaube ich, aufgebraucht. Ja, also ihr seht, aus einer Höhle, wo ich dachte, die ist gleich zu Ende, wurde eine Höhle, wo ich jetzt denke, diese Höhlentour hier wird niemals enden. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube es. Und hier haben wir Gold. Also ich leuchte hier jetzt erstmal ein Stück aus. Und mit Stück meine ich halt einmal so die halbe ganze Höhle. Und ich habe... Ach, da oben kommen auch noch... Was sind das hier für Zustände? Und da ist noch einer. Und noch einer. Okay, ich habe das Gefühl, da oben könnte ein Spawner sein. Sicher weiß man es natürlich nie. Okay, ich gehe hier erstmal weg. Das Eisen hier nehme ich noch mit, aber das muss es dann auch gewesen sein. Ich habe Angst. Ich habe sowas von Angst. Ich könnte jetzt meinen Puls messen, aber den möchte ich selber gar nicht wissen. Ich glaube, über 200. Naja. Also halt letzte Schulwochen komplette Motivationslosigkeit und man muss sich quasi noch antreiben und dazu überwinden, überhaupt zur Schule zu gehen, wenn man an einem Tag jetzt wirklich kein abi-relevantes Fach hat, was halt auch so passiert ist. Und ja, im Endeffekt habe ich mich halt noch überwunden, dann die letzten Wochen wirklich hinzugehen. Ja, und dann war Schulzeit vorbei. Ich meine, Osterferien war da, Zulassung war in der Tasche und... Ja, im Endeffekt, was hat man dann gemacht? Osterferien. Voll mit Lernen. Moment. Ja, man hat noch ein bisschen Freizeit gehabt. Das sieht krass aus hier, aber cool. Ein bisschen Freizeit hat man natürlich noch gehabt. Man hat sie sich auch genommen. Wenn man sonst keine gehabt hätte manchmal. Aber es war halt trotzdem... Ja, es waren keine Ferien mehr. Schulzeit war vorbei. Und... Ja, nach ein paar Tagen war es nur noch so. Man musste raus. Auto genommen, nach Holland gefahren und in einem Park einfach Fahrrad gefahren. Ich meine, das könnte man auch hier machen, aber man musste einfach raus. Man musste mal was anderes sehen. Mit dem ganzen Zuhause sitzen, lernen. Da hat man dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Was aber auch, wie ich finde, verständlich ist, weil wenn man einfach nur den ganzen Tag in der Bude hockt und nichts anderes macht, außer zu lernen oder so, ja, das macht doch keinen Spaß. Da kann doch keiner sagen, boah, nee, da hätte ich voll Bock dran. Nicht mehr rauszukommen und nur noch in der Bude zu hocken und zu lernen oder irgendwas in der Bude zu machen, nicht mehr rauszugehen. Der braucht das draußen. Ich meine, ich habe schon von Leuten gehört, die sehr, sehr viel spielen. Ich meine, ich versuche jetzt 3 Videos in der Woche hochzukriegen. Das sind 1,5 Stunden, die ich pro Woche spielen muss. Dafür sage ich mal. Würde ich das nicht machen. Also hätte ich hier nicht so viel Spaß dran, hier so viel Schwachsinn zu labern, würde ich es auch
nicht machen. Da würde ich wahrscheinlich maximal eine halbe Stunde oder so in der Woche spielen. Ich spiele auch, ich muss zugeben, ich spiele außer Minecraft eigentlich momentan gar nichts und auch schon die letzten Wochen und Monate gar nichts. Weil ich nie so wirklich die Motivation hatte. Ich finde, ich gehe lieber raus. Da bin ich, muss ich sagen, lieber altmodisch, gehe raus, treffe mich mit Leuten. Weil da finde ich, da hat man ganz oft, sieht man das, ich will jetzt nicht sagen Gamer, aber man sieht es halt ganz oft, habe ich jetzt so gegen Ende der Schulzeit gemerkt bei den Leuten. Ich hatte ein paar Leute in der Klasse, die haben wirklich, beziehungsweise in der Stufe, die haben wirklich täglich 4-5 Stunden vorm PC gehockt und gezockt. Haben alle 2 Wochen oder so ein neues Spiel sich gekauft. Ja, und im Endeffekt war es halt so, sie haben viel Geld dafür ausgegeben und sie sind halt nicht rausgegangen. Sie haben sich mit keinen Freunden getroffen. Sie haben sich wirklich, ich will jetzt nicht sagen von der Außenwelt abgeschnitten, aber so semi abgeschnitten von der Außenwelt kann man da schon fast sagen. Und da finde ich es dann doch ziemlich krass. Und ja, da kann ich es dann auch nicht so wirklich verstehen, warum man so viel spielt. Ich meine, es gibt Gamer, muss man auch richtig sagen, es gibt Gamer, die zocken am Tag auch 4 Stunden. Gehen dann aber auch noch raus und machen irgendwie andere Sachen. Nur das Problem bei den Leuten war halt wirklich, sie gehen nicht raus. Sie machen keine anderen Sachen, sondern sie sitzen den ganzen Tag lang vor dem Computer, spielen, unterhalten sich maximal über Skype oder Teamspeak. Ja, aber ich meine, wenn man gar nicht mehr rauskommt und quasi nur noch drin hockt vor dem Computer, kann es auch nicht so richtig sein. Und dafür mache ich auch nicht die Spiele verantwortlich oder sowas. Dafür sind ganz allein die Personen verantwortlich, ja, die so leben wollen und die es so machen wollen. Ich meine, ich könnte es nicht. Vielleicht ist es für sie das erfüllteste Leben überhaupt, den ganzen Tag so spielen zu können. Ich weiß es nicht, für mich wäre es nichts. Darum let's play ich auch maximal Minecraft oder maximal mal irgendwann noch ein anderes Spiel. Aber das war's dann. Wieso soll ich mich zu etwas zwingen, worauf ich keine Lust habe, dazu zwingen, den ganzen Tag nur noch vorm PC zu hocken, ohne dass ich da auch nur die geringste Lust drauf habe? Ich meine, ich möchte was erleben, ich möchte rausgehen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte nicht nur, ja, vorm PC sitzen und im Endeffekt nichts tun oder fast nichts tun. Ich sehe schon, dass jetzt wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber... Naja. Das ist falsch. Ja, naja. Klar kann man da jetzt ganz viel diskutieren und so weiter und so fort. Aber ich muss einfach sagen, für mich persönlich wäre es so halt nichts, weil ich finde, man muss auch mal was sehen, man muss auch mal die Welt draußen sehen und nicht nur, dass die eigene Welt aus Zimmer, Computer, Schulweg und Schule besteht oder so. Und ich habe es auch gehört, dass die sich jetzt halt wirklich, ich meine, wenn man sich tierisch darüber freut, dass man jetzt 5 Wochen am Stück, und das nehme ich jetzt nicht mehr mit, ich habe keine Lust jetzt noch großartig Eisen zu schmelzen, glaube ich. Ja, wenn man sich darauf freut, jetzt wirklich 5 Wochen am Stück zocken zu können, ohne rausgehen zu müssen, ohne irgendwas machen zu müssen. Das ist ein Zombie-Villager. Wo kommt denn hier ein Zombie-Villager her? Wo kommt der Zombie-Villager her? Leute! Wieso war hier ein Zombie-Villager? Ist hier oben irgendwo ein Dorf oder was? Ich glaube, ich buddel mich gleich doch mal aus. Ich meine, wie viele Stacks haben wir? Wir haben 2 Stacks Eisen. Gleich schon 3 Stacks Eisen. Ich glaub, wieso sind hier Zombie-Villager? Wo kommen die her? Ohne Witz. Witz, wo kommen die Zombie-Villager her? Wieso Zombie-Villager? Lapis kann man hier mit... Doch, kann man abbauen. Okay. Dann nehmen wir das Lapis noch mit und ich werde hier noch ein bisschen Eisen mitnehmen und dann werde ich, glaube ich, schon mal wieder an die Oberfläche gehen. Ich werde jetzt nämlich wissen, was mit den Zombie-Villagern ist, wo die herkommen. Weil das waren Zombie-Villager, das waren keine Zombies. Die sehen anders aus. Vor allem 2 direkt nacheinander, das ist schon komisch. Dann müsste ja eigentlich hier oben drüber irgendwo das Villager-Dorf sein. Ich gehöre übrigens zu den Leuten, die sich bei sowas dann auch gerne mal aus Höhlen rausgraben. Oder auch wenn sie sich verlaufen haben, ich würde es halt jetzt fürs Let's Play oder so auch eher versuchen, so rauszufinden.
Aber wenn ich da jetzt so einen Zombie-Villager hier unten sehe oder zwei direkt, dann bin ich doch schon neugierig und möchte doch mal rausgehen und an der Oberfläche schauen, wieso hier Zombie-Villager rumlaufen. Da sind jetzt wieder zwei normale gespawnt. Oder sind sie nicht gespawnt? Ich weiß es nicht. Alles komisch. Oh ja, 12. Wo kommen die ganzen Zombies her? Da ist noch ein Zombie. Das kann doch nicht Zufall sein. Okay, dann haben wir den erstmal weg. Ich brauche meine Stickies wieder. Ich glaube, das hier ist ein doofer Ort, um Torches zu machen, also Fackeln, aber egal. Das muss sein. Ich glaube, da hinten könnte ein Zombie-Spawner sein. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es hier Zombie-Villager gibt. Okay. Spinne gab es jetzt hier auch noch. Okay, irgendwie ist hier doch kein Spawner. Wieso sind hier so viele Zombies? Nee. Zu viele Zombies. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay. Geht's da oben vielleicht raus oder so? Mal schauen, wo es hier lang geht. Diese Höhle wird mir eindeutig zu unübersichtlich. Okay, okay, okay. Wer bleibt mir von Hals? Nein, 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 nein. Nein! Okay. Alles war nichts. Alles war nichts. Alles war nichts. Alles war nichts. Okay. Wir haben's. Da gehe ich nicht mehr hoch. Okay. Okay. Es wird Eisen geschmolzen. Da oben sind Emeralds. Nein. Nicht Gold, Eisen. So. Das verteidige ich jetzt auch mit meinem Leben. Da oben ist Himmel. Okay, das war ein komischer Bug. Egal, da oben gehen wir mal hoch. Andesit ist mir egal. So, mal schauen, was da oben ist. Und wir kommen gleich auf jeden Fall nochmal runter. Oder die Spinne tötet uns und deshalb kommen wir runter. Mal schauen. Okay. Das hat noch funktioniert. Ah, hier ist Ende. Okay. Das ist schön, da können wir hier nochmal ein bisschen Eisen abbauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mein Puls bringt mich um. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Eisen sollte schon mal so weit sein, dass wir uns eine Eisenspitzhacke rausbauen können. Jawohl. Und dann ist jetzt das Eisen, das muss jetzt reichen. Dreimal Iron Ore auf 61. Können uns jetzt sogar zwei draus bauen. Fuck, da laufen zwei Zombies rum. Die näher kommen. Und wieso ist hier so ein blöder Bug, dass es hier komplett einmal durchgeht? Ist doch doof. Egal. Ja, wo sind denn die jetzt? Da unten? Das sind sogar drei. Wo kommen die her? Da muss hier ja irgendwo ein Spawner sein. Das macht sonst nicht wirklich Sinn, dass hier so viele Zombies haben. Das heißt, da unten gehen wir gleich mal hin. Wenn da ein Spawner ist, will ich die Kiste. Da bin ich jetzt doch, ich bin nicht nah. Da ist schon wieder Emerald. Finde ich gut. Finde ich gut. Also wir sind ja auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Ich finde es gut, dass wir jetzt schon zweimal Emeralds gesehen haben. So. Dann lasst uns mal zur Lava runterstreiten. Okay, ich sehe hier nichts von Diamanten oder so. Ich gehe mal wieder hoch, lieber. Zack und zack und zack und
zack. Und ich fühle mich hier unten ziemlich sicher. Ich würde sagen, wir machen uns mal Eisenspitzhacken. Ne, was mache ich hier schon wieder? So. Machen wir uns mal eine Eisenspitzhacke. Das kann weg. Die kommen erstmal hier hin. Jawohl, die kommt weg. Das tauschen wir hiermit aus. Und das kommt dahin, wo das Spinnenauge ist. Jetzt müssen wir den Crafting Table noch mitnehmen. Irgendwie. Wir können auch kein Eisen mitnehmen gerade. Das ist auch ein bisschen doof. Nehmen wir die Arrows weg. Das Gunpowder weg. Und dann haben wir alles ja dabei, was wir brauchen. Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. Aber noch zwei Stacks frei jetzt wieder. Denn ich will Emeralds. Gut, da haben wir ein Emerald. Das war echt gerade ziemlich. Und jetzt zum Folgenende würde ich sagen. Wo war hier das Lapis? Ach, da ist das Lapis. Lapis dich. Nein. So, einmal. Und dann von oben den noch holen. Dass wir die Emeralds schon mal weg haben. Warte, wo war er? Wo war er? Hä? Ah, da. Okay. So. Gehen wir hier unten. Ach ne, hier unten war ja auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, ich beende erstmal ganz kurz die Pause. Dann geht's in der nächsten Folge da oben weiter in die Creeper-Höhle. So wie ich den Teil da oben nenne. Und der Rest hier ist die Zombie-Höhle. Naja, auf jeden Fall danke fürs Dabeisein wieder. Nächste Folge geht's weiter mit der Höhlentour. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.